boah, es gibt Tage, da kann man gar nicht so viel trinken, wie man schwitzt. Und man hat das Gefühl, es kommt ständig aus allen Poren. Man sieht aus wie aus der Suppe gezogen. Die Haare werden überhaupt nicht mehr trocken. Zum Glück sind das nicht allzu viele Tage im Jahr. Aber wie kann ich mir da helfen? Ich habe im Internet mal recherchiert und bin auf Sporthandtücher gestoßen, die sensationell wirken. Unter dem Begriff Kühlungshandtuch findet man sie. Ich will jetzt gar keine bestimmte Marke hier in die Kamera halten, sondern einfach nur das System. Es handelt sich um solche Handtücher, die aus einer Hightech-Mikrofaser bestehen und die haben das Format ungefähr 100 x 30. Die bestehen aus drei Lagen und wenn man dieses Handtuch dann in Wasser taucht und ausfringt, kann man sich das wunderbar entweder nur so um den Hals legen, um den Arm wickeln, um den Kopf, wie auch immer, und das hält dann für Stunden kühl. Also ich habe das jetzt an einigen Tagen schon ausprobiert und das wird jetzt im Sommer mein ständiger Begleiter sein. Ich will euch das auch direkt mal demonstrieren. So, ich falte das noch mal ein bisschen zusammen. Ich habe hier eine Schüssel mit Wasser. Jetzt ist es noch trocken. Einfach kurz eintauchen. So. Und dann kräftig ausfringen. Ich mache das hier nochmal so auf den Boden. So. Und wenn man das richtig kräftig ausgewrungen hat, dann tropft das nicht mehr, sondern es ist einfach nur, oh, herrlich kühl. Also entweder mal so über das ganze Gesicht oder während man draußen spazieren geht, locker über die Schulter hängen, dann kann man zwischendurch auch nochmal hier so tupfen. Super, super Geschichte. Das wollte ich euch unbedingt vorstellen. Wichtig, wenn man kleine Kinder hat oder auch so für einen selber, ist zum Beispiel auch für Wadenwickel. Also wenn man mal Fieber hat und man weiß nicht, wie man das runterbekommen soll, hilft dieser klassische Wadenwickel ja auch super. Aber ihr kennt das mit den nassen Handtüchern dann im Bett und alles muss man vorher abdichten und es ist alles dann so unangenehm feucht. Diese Handtücher geben vielleicht ganz zu Anfang ein bisschen Feuchtigkeit ab und dann eben nach ein paar Minuten schon nicht mehr. Und es hält dann, also ich bin jetzt bei 34 Grad, 2,5 Stunden draußen gewesen. Dann wurde es langsam trocken, aber es war überhaupt kein Problem. Dann nimmt man so einen Schluck aus der Sprudelwasserflasche und kippt das hier einfach so ein bisschen rein, macht nochmal so ein bisschen schütteln und schon ist das wieder frisch. Die Klimaanlage für unterwegs. Mein guter Harrymann hat erstmal gesagt, brauche ich nicht, ne? Wie das so ist. Ich habe 2-3 Stück bestellt. Achso, das ist auch übrigens noch ein Tipp. Dieser Doppelpack, einmal pink und blau, hat gekostet 7,99 Euro. Und dann habe ich noch ein einzelnes Tuch bestellt in einem solchen Köcher. Das hat dann 8,70 Euro gekostet, also nur eins. Hat den Vorteil, man kann das hier mit so einem Clip irgendwo dranhängen. Aber dieses eine Tuch im Köcher hat mehr gekostet als zwei so in der Tüte. Also da kann man sich dann überlegen, was einem wichtiger ist. So. Also meinem guten Harrymann angeboten, möchtest du auch so ein Tuch? Nö, brauche ich nicht. Männer brauchen sowas alles nicht. So, und jetzt gucken wir mal. Habe ich ihn gestern einfach mit diesem Tuch erwischt und dann gucken wir mal, wie er jetzt auf dem Dach steht. So, und jetzt gucken wir doch mal. Da hat sich der Harrymann das doch einfach um den Kopf gebunden. Wie fühlt sich das denn an? Sehr gut. Bei dieser Hitze ist es angenehm, einen kühlen Kopf zu haben. Ja, ne? Hast du das Gefühl, dass es nass auf dem Kopf? Nein, einfach nur angenehm kühl und es hält eine Weile an. Wird das jetzt dein ständiger Begleiter, wenn es so heiß ist? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß doch noch nicht, was morgen ist. Heute ja. Okay. Tschüss. Ciao.